starten. Das heißt nämlich, der meistgesuchte Mann Deutschlands, und da geht es ja wohl um Jan Marschalek. Und deshalb ziehen wir uns das jetzt rein. Großartig. Das ist endlich das Video, was ich auf das die ganze Zeit gewartet habe. 19. Juni 2020 in Österreich. Ein Taxi rast am frühen Abend aus Wien zum Flugplatz Vöslau. Die Strecke dauert normalerweise nur 35 Minuten. Der Taxifahrer kennt sich aber nicht aus und verpasst die Einfahrt zum Flugplatz. Der Flughafen ist sehr klein. Ein Tower, ein paar Hangars und ein Restaurant. Schon seit Nachmittag steht hier ein kleines Flugzeug abflugbereit. Eine Cessna Citation Mustang Modell 510. Flugnummer FTY5. Doch der Fluggast verspätet sich. Um 19.45 Uhr kommt das Taxi endlich an. Kurz vor dem Rollfeld. Wer da wohl drin ist und wo der jetzt hin möchte, frage ich mich persönlich ja als interessierter Beobachter dieses Chanels. Warten zwei Piloten. Ein gut gekleideter Mann steigt aus dem Auto. Hellblaue Jeans, weißes Hemd, schwarze Lederjacke, schwarze Sneaker. Er bezahlt den Flug in bar. 7.920 Euro ohne Quittung. Um 20.03 Uhr hebt die Maschine. Anfängerfehler, da hätte er sich bei der Steuer zurückholen können, meiner auch noch. Schiene ab. Bei dem Reisenden handelt es sich um einen Mann mit vielen Gesichtern, noch mehr falschen Pässen und engen Kontakten zu ausländischen Geheimdiensten. Er ist in zwielichtige Deals verwickelt, spielt gerne Spion und Agent und genießt ein ausuferndes Leben im Luxus. Er ist außerdem die Schlüsselfigur im größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik. Kabelkarte. Und seit jenem Abend am Flugplatz Vöslau auf der Flucht. Jan Marschalek. Jan Marschalek. Jan Marschalek. He's missing. He was accused of fraud, vanished without a trace. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Seit mittlerweile 3 Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marschalek weltweit gesucht. Wo steckt Jan Marschalek? Jetzt such mal Jan Marschalek, mach mal ein paar Mod-Checks, vielleicht finden wir den ja. Wirecard wird 1999 gegründet. Der Konzern gilt lange als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Eine Tech-Firma für Online-Zahlungen, quasi das deutsche PayPal, aber für Unternehmen. Am Anfang werden vor allem Zahlungen auf Porno- und Glücksspielseiten übernommen. Ist immer gut, ne? Immer gut. Doch die Kunden werden schnell seriöser. In den nächsten Jahren legt Wirecard einen kometenhaften Aufstieg hin. 2018 ist das Unternehmen größer als die Deutsche Bank. And eventually in June 2020, it collapsed. It went straight from the DAX 30 to nothing. Dan McCrum hat als erstes Ungereimtheiten in den Zahlen von Wirecard aufgedeckt und gemeinsam mit seinem Team den entscheidenden Stein im Betrugsfall ins Rollen gebracht. Links zu McCrums Buch House of Wirecard und zum Wirecard-Podcast der SZ findet ihr in der Beschreibung. Was habt ihr so mit Wirecard bezahlt? Schreibt es mal in den Chat, welches Online-Casino habt ihr da mitgerockt? Ich bin echt froh, dass die Polizei sich jetzt endlich wieder auf Linksradikale der RAF konzentriert. Da haben wir schon ein Riesenproblem. Das hat mit dem Video hier gerade auch tatsächlich was zu tun. Denn Jan Marschalek ist ja nachweislich bei der RAF gewesen. Und am 18. Juni bestätigen Wirtschaftsprüfer von EY, dass bei Wirecard Belege in Höhe von 1,9 Milliarden Euro fehlen. Geld, das eigentlich auf Konten in Asien liegen soll. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vorstandschef Braun trat heute mit sofortiger Wirkung zurück. Der Traum des deutschen Ausnahmestartups ist vorbei. Hat nicht Olaf Scholz gesagt, das kann man machen, Wirecard, das ist eine gute Sache? Ich frage nur, weil ich gern sein generelles Entscheidungsverhalten hinterfrage. Ein Unternehmen mit einer deutlich solideren Erfolgsstory ist Revolut. Ich dachte, jetzt kommt NordVPN oder so. Was ist Revolut? Revolut ist eine digitale Bank mit weltweit mehr als 35 Millionen Nutzern. In nur wenigen Minuten kannst du dir ganz einfach ein kostenloses Konto erstellen und es direkt nutzen. Kostenloses Girokonto?
Unseren Link kannst du dir die App herunterladen mit einem 20€ Willkommensbonus. Wir sind große Fans der App. Sie ist super sleek, einfach zu bedienen und es gibt ein umfangreiches Angebot an Features. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das beste Placement ist, wenn es um Wirecard und Geldbetrug geht, da Werbung für eine Bank zu machen, ne? Also würde ich jetzt einfach mal, ich hätte vielleicht, aber, ne? Wenn du Bargeld brauchst, kannst du innerhalb deines Abo-Limits überall kostenlos Geld abheben. Wenn du viel im Ausland unterwegs bist, kannst du dein Geld in mehr als 6... einfach, wenn es um Geld geht. Sparkasse! Danke, Modi. 36 Währungen direkt umtauschen. Das ist oft günstiger und Revolut berechnet dafür keine versteckten Kosten. In der App hast du deine Finanzen immer im Blick. So kannst du leichter Geld sparen und Ausgaben besser planen. Mit der Pockets-Funktion kannst du Unterkonten erstellen, Sparziele festlegen und dein Wechselgeld automatisch einzahlen lassen. Revolut ist außerdem... So eine Löwenanteil-Werbung hätte ich gefühlt. Also ich dachte, als sie gesagt haben... Ein Unternehmen mit tatsächlich glorreicher Historie, wenn dann NordVPN gekommen wäre, hätte ich halt wirklich laut lachen müssen. Partner von vielen Unternehmen, bei denen du mit deinem Konto bis zu 30% sparen kannst. Ich meine, da gibt's NordPass, das ist ja so eine Art NordVPN vielleicht. Hat zumindest ein ähnliches Logo. Kannst. Über diesen QR-Code und den Link in der Beschreibung könnt ihr Revolut testen und erhaltet bei der Eröffnung eines Kontos einen 20€ Willkommensbonus. Markus Braun wird festgenommen. Er wird wegen unrichtiger Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erteilt aber nicht nur gegen ihn einen Haftbefehl. Der zweite, mutmaßlich Hauptverantwortliche, ist der Österreicher Jan Marschalek, Vorstand bei Wirecard und maßgeblich zuständig für die Ja? Dein Ladekabel liegt auf dem Hut im Flur. Geschäfte in Asien. Seit Dezember 2022 läuft ein gewaltiger Prozess zu dem Fall. Neben Ex-CEO Markus Braun sitzen auch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfer und Kronzeuge Oliver Bellenhaus auf der Anklagebank. Für alle Männer gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Prozess findet ohne Marschalek statt, denn von ihm fehlt seit fast 4 Jahren jede Spur. Wir suchen weiterhin. Marschalek wird am Tag, an dem EY die Bilanzprobleme publik macht, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Braun bittet ihn trotzdem, auf die Philippinen zu reisen. Dort soll er herausfinden, wo die 1,9 Milliarden Euro geblieben sind. Am 23. Juni 2020 landet er am Flughafen von Manila. Einen Tag später reist er aus dem knapp 800 Kilometer entfernten Cebu weiter nach China. So steht es zumindest in den Dokumenten der Einwanderungsbehörde der Philippinen. Aber irgendwas stimmt nicht. Bei seiner Einreise... Es ist schon erstaunlich, wie viele Österreicher versuchen, Deutschland ins Verderben zu stürzen. Ja, man muss sagen, und wieder war es ein Österreicher, ne? Immer wieder Österreich! Ist Jan Marschalek auf den Überwachungskameras des Flughafens nicht zu sehen. Am vermeintlichen Abreisetag gibt es auch überhaupt keine Flüge nach China. Beamte der Einwanderungsbehörde haben offenbar die Daten gefälscht. Sie werden später dafür angeklagt. Wo ist Marschalek also wirklich? Noch am Abend des 18. Juni geht Marschalek... Ja, wo ist er denn? Vor allem, der kann sich bestimmt noch besser verstecken, weil er NordVPN benutzt und somit quasi in jedes Land der Welt reisen kann, mit nur einem Knopfdruck. Marschalek in ein Restaurant in München. Hätte Jan Marschalek... damals schon gewusst, dass er einfach mit NordVPN nach Russland reisen kann, um dort russisches Netflix zu gucken, hätte er das Land, glaube ich, gar nicht verlassen. Ins Il Sonio. Hier trifft er sich mit zwei Vertrauten aus Österreich. Der erste ist Martin Weiß, ein ehemaliger Verfassungsschützer. Der zweite ist Thomas Schellenbacher, Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Marschalek erzählt den beiden, dass er dringend auf die Philippinen müsse, um die Bilanzprobleme von Wirecard zu regeln. Am liebsten will er über Minsk, Belarus fliegen. Er gibt ihnen seinen Reisepass, damit sie einen Flug für ihn buchen können. Am nächsten Tag geht um 11.56 Uhr eine Mail am Flughafen in Minsk ein. Der Absender, eine Mitarbeiterin der Minsker Reiseagentur Planeta Krios. Das macht einen aber auch nicht stutzig, ne? Wenn dann gesagt wird, was soll ich denn gerade sagen?
wenn gesagt wird, jo, wir haben gerade ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten, ich muss mal gucken, dass wir das geregelt kriegen. Ich würde dafür spontan mit dem PJ ins Ausland fliegen, möglichst weit weg. Bleibt hier, macht nichts, bis ich wiederkomme. Es wird alles gut, vertraut mir. Es geht um die VIP-Einreise eines besonderen Gastes aus Wien. Im Anhang ist ein Diplomatenpass aus dem Karibikstaat Grenada. Laut Recherchen der SZ wurde die Mail später inklusive Anhang versehentlich gelöscht. Am Abend hebt eine kleine Cessna mit Jan Marschalek an Bord ab und fliegt Richtung Belarus. Ja, yeah, ich muss auch kurz mal nochmal in die Küche, mir ist was eingefallen. Das schneiden wir nachher auch alles raus. Ich muss Swamsen anketten. Tut mir leid, der hat sich losgerissen. Ich hatte den eigentlich an der Kette festgemacht, aber der hat sich losgemacht. Knapp 3 Stunden später landet die Maschine in Minsk. Bei der Passkontrolle am Flughafen legt Marschalek seinen echten Pass. Es geht ihm jetzt gut, es wird ihm nichts passieren. Wir mussten ihn vor sich selbst schützen. Boah, er wird bereits erwartet. Ein schwarzer Mercedes-Kleinbus mit belarussischem Kennzeichen holt ihn ab. Er wird ins 45 Kilometer entfernte Hotel Hampton in der Tolstoi-Straße in Minsk gebracht. Die Minsker Behörden wissen nicht, ob Marschalek Belarus je verlassen hat oder wo er sich befinden könnte. Das ging aber auch super schnell jetzt mit diesem Video, ne? Man könnte fast meinen, die hätten das irgendwie in der Schublade liegen gehabt. So schnell wie das ging. Ich meine, wann ist das passiert? Vor 3-4 Tagen und die haben das fertige Video jetzt schon da? Mit Animationen? Redaktionell geschnitten, bearbeitet, also. Marschalek hat mehrere Tage Vorsprung, als die Staatsanwaltschaft beginnt, nach ihm zu suchen. Sie stürmen eine... Kannst du nichts sagen? Ich wollte gerade eine Verschwörung aufmachen deswegen, dass quasi Simplicissimus das Video fertig hatte. Und dann haben die ja gesagt, pass auf, wir müssen den Marschalek, der kommt jetzt in den Knast, damit wir das Video releasen können. Seiner Willen in München. Was sie dort finden, wirft nur noch mehr Fragen auf. Vor seiner Flucht verbringt Marschalek die meiste Zeit hier, in der Prinzregentenstraße, Haus Nummer 61. Eine schicke Villa und sowas wie ein Clubhaus für Marschalek, seine Geschäftsfreunde und enge Vertraute. Zufällig ist es auch mein Haus. Das war günstig zu bekommen. Es gibt eine High-End-Überwachungsanlage und Pläne für einen abhörsicheren Raum. Gewohnt hat hier niemand. Das Gebäude wurde teilweise als Büro genutzt, zum Beispiel von Martin Weiß, dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer, der Marschalek zur Flucht verholfen hat. Ja, aber hast du schon die Verfassung geschützt? Ja. Auch Ex-Agenten, Militärs und Geldwäscher gehen ein und aus. Inmitten von italienischen Designermöbeln und teuren Ölgemälden sitzen sie und diskutieren Geschäfte. Manchmal gehen sie dafür auch in feine Restaurants. Geschäftlich ins Feinkost Käfer, privat ins Matsuhisha Munich. In der Villa finden die Beamten etliche teure Gemälde und Skulpturen. Sogar eine Figur von Wladimir Putin stand auf seinem Schreibtisch. Ich dachte, das wäre einfach ein Oscar. Moment mal. Russland. Sind die in letzter Zeit irgendwie negativ aufgefallen? Eigentlich nicht, oder? Außerdem finden sie eine schwarze Kampfmontur. Damit war Marschalek 2017 offenbar in Palmyra in Syrien. Kurz nachdem das Gebiet durch syrische Truppen vom IS befreit wurde. Okay. Russland hat die syrischen Kräfte bei der Befreiung unterstützt. Marschalek wollte wohl etwas erleben, was niemand sonst erleben kann. Oh nein, der hat so ein Dark Tourist-Shit gemacht. Da haben wir ja neulich diese Reportage von Arte gesehen, von diesen reichen Wichsern, die in irgendwelche Kriegsgebiete fahren, um da coole Selfies mit so einem Berg Leichen zu machen. Komisch, die Figur steht ja auch. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen. When he gets there, he's showing the Russian troops the gear he's brought with him. He's got like this super Kevlar helmet, some sort of jacket which has a bulletproof vest built into it. And the troops say to him, Jan, this is some really nice stuff you've got here. But if you go for a stroll out there wearing this, every sniper in the area is going to think you're the number one VIP and they're going to shoot you dead. So he leaves it all in the hotel. And so there's this little bit of this, I mean, in English we say all the gear and no idea. Klassischer Fall von Pay to Win würde ich das nennen, ja. Aber logisch, ne?
wenn du da so hervorstichst durch hochwertige, auch neue Einsatzkleidung und gehst da so in so einem Kriegsgebiet halt paschieren, dann müssen die Leute ja denken, okay, gut, da ist wahrscheinlich Putin himself, dem jagen wir jetzt mal richtig drei große Kaliber ins Stammhirn. Das alles will nicht so ganz zum Vorstand eines All Speed Gucci Shit, würde Otto sagen. Welcher? Deutschen Top-Unternehmens passen. Was hat es mit der Villa auf sich? Warum sind High dort so viele zwielichtige Menschen ein- und ausgegangen? Den Ermittlern wird bewusst, dass die Suche nach Marschalek viel aufwendiger wird als zunächst gedacht. Sie haben es mit einem Mann zu tun, der jederzeit bereit war, sich in Luft aufzulösen. Marschalek soll Verbindungen zu verschiedenen Geheimdiensten gehabt haben. Laut Bekannten habe er sich gerne mit aktiven und ehemaligen Agenten und Spionen umgeben. Er selbst war scheinbar eine Art Hobbyinformant. Vor Geschäftspartnern gab er anscheinend damit an, die Pläne des russischen Nervengifts Novichok zu besitzen. Damit wurden Anschläge auf die russischen Oppositionellen Sergei... Ja, so sah das ungefähr gestern auch aus, als Marcusi noch spontan Nudeln gekocht hat. ...besitzen. Damit wurden... Eigentlich waren wir auch mehrere Streamer hier, aber er hat wohl aus Versehen mehrere vergiftet. ...Anschläge auf die russischen Oppositionellen Sergei Skripal und Alexei Nawalny begangen. Oh nein, nicht Nawalny. Der Demokrat. In geleakten Chatnachrichten prahlt er mit seinen Kontakten zur amerikanischen CIA und zum israelischen Mossad. Einige geleakte SMS deuten darauf hin, dass er als V-Mann für die rechtspopulistische FPÖ tätig war. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass Marschalek als Informant für den österreichischen Geheimdienst BVT unter Martin Weiß gearbeitet hat. In Libyen wollte er laut Financial Times eine eigene Söldnertruppe rekrutieren. Ja gut, da hat er wahrscheinlich einfach versucht, sich bei Wagner so ein kleines Subunternehmen aufzubauen. Was treibt dieser Mensch? Das ist ja unglaublich. Also, dass da Geld verschoben wurde und Geld gestohlen wurde, das war ja jetzt bekannt. Aber dass der jetzt versucht hat, seine eigene Privatarmee aufzubauen, was wollte er denn machen? Business wahrscheinlich. Wahrscheinlich dachte er, die könnten alle in seiner Kryptomine arbeiten. Marschalek hat schon während seiner Zeit bei Wirecard gerne Decknamen verwendet. In Videocalls hat er sich als John Smith eingeloggt. Wow, das ist ja kreativ. Fast so kreativ wie Hans-Konrad Löffler. Während seiner Flucht schickt er als Richard Dabrowski und Karim Gasmi Nachrichten an Vertraute. Doch Marschalek hat noch viele weitere Identitäten. Mit diesen beiden Bildern fanden das BKA, Europol und Interpol nach ihm. I've actually got his poster behind me. There's the wanted poster, which I think you can still see on train stations and the like in Germany. Aber kennt ihr auch dieses hier oder die hier? Jan Marschalek hat für viele seiner falschen Namen einen eigenen Pass. Als Max Mauer soll er Belarus bei seiner Flucht verlassen haben. Max Mauer. Max Power hätte er sich nennen sollen. Das wäre mal ein toller Name. I think 7 was the number that I heard. As well as having a diplomatic passport, potentially from a country in the Caribbean. And that kind of fits with the picture of him as well. You know, he was comfortably multilingual. Went to the French school in Vienna, had a Czech father, spoke English perfectly. Mit seinen Pässen war Marschalek seit 2010 viel unterwegs. Er war mehrfach in Singapur und Dubai, wo Wirecard Niederlassung hatte. Ja, Dubi, wie wir Insiders auch nennen. War auch in Budapest, Paris, Wien, London, Mumbai, Nizza und Moskau. Insgesamt soll Moski, wie wir Insiders auch nennen. Marschalek seit 2010 über 60 Mal in Russland gewesen sein. There are some instances where he sort of flies in one day and almost immediately flies out again. So he's clearly meeting people at the airport or close by. And that's a kind of odd thing to do. 2022 wird der Süddeutschen Zeitung und der kremlkritischen Online-Plattform Dossier Center ein Dokument zugespielt. Das Dokument ist ein weiterer falscher Pass, ausgestellt auf den Namen German Bajenov. German? Sie haben seinen Vorname ist German? Wie German? Er liefert einen Hinweis auf den Aufenthaltsort und die Neu- Hallo, mein Name ist Deutschi Deutschmann. Neueste Identität Marschalek. Moskau.
Ein Audi A8 kommt vorgefahren. Auf der Rückbank ein Mann mit roter Jacke, glatt. Hermann wird im russischen German gelesen. Schade, jetzt hast du mir den Witz kaputt gemacht, Sina. Oh. Und Vollbart. Er ist gerade zurück aus seinem Winterurlaub in Sochi. Direkt dahinter ein Toyota Land Cruiser. Deutscher Deutschländer. In dem seine Beschützer vom Geheimdienst sitzen. Es geht ins La Mer, ein Moskauer Edelrestaurant, in dem auch Wladimir Putin gern isst. Besonders Zufall. Bekannt ist das Restaurant für seinen Fisch. Austern, Hummer, Kaviar, alles fangfrisch. Nach dem Essen geht es zurück in die streng. Ja, aus dem Moskauer Meer auch rausgeholt, ne? Täglich fangfrisch. Ich persönlich esse ja mein Essen nur an der Autobahnraststätte, weil da kommt das Schweinefleisch ja aus Österreich. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, da auf die Qualität zu achten. Bewachte Community, mein Dorfgarten. Ich kauf dich einfach. Meine Pointe, Entschädigung. Auf dass der Schadensersatz angenommen werde. Ich hatte mich gerade gefreut, dass wir gleich unter 10 Minuten sind, Sina. Jetzt ist die Zeit wieder hoch. Jetzt hast du mir auch noch die Freude genommen, ne? Reicht wohl nicht, dass du den Witz kaputt gemacht hast. Da ist auch noch den Timer. Naja, gut, ne? Ist auch alles hier. Ich nehm's an. Mit Bauchschmerzen. Danke für 100. Die ist in einer der teuersten Wohngegenden Russlands, Rastori. Hier wohnt Marschalek. Wie auch in München, stilecht in einer Villa. Neben den Superreichen hat auch der Kreml hier sein Gästehaus. Nicht weit entfernt hat Putin sein Anwesen. Es sieht so aus. Einfach. Gerne doch. Ich kauf dich einfach weiter. Lächelndes Gesicht, Weinglas. Lächelndes Gesicht, Weinglas. Ich glaube, Marcuse hat sich auch gerade einen Wein aufgemacht. Ich kauf dich einfach. Ich nehme diese Bits nicht an. Danke, Flyger, für 100 Bits. Ich glaube, Marcuse hat sich auch gerade einen Wein aufgemacht. Der hat zumindest, der kam hier rein, eben vom Einkaufen. Der hatte eine Melone, so einen Gartenschlauch und irgendwie so eine Tüte mit grünem Oregano. Ich habe keine Ahnung, was er damit vorhat. Aber ich glaube, der wird jetzt gleich komplett begeistert an diesem Tag partizipieren. Als habe jemand zwar die Stadt und Identität gewechselt, aber seinen Stil beibehalten. Als Agent mit der Lizenz zum Luxus, schreibt die SZ. Das ist das neue Leben von Jan Marschalek. Wahrscheinlich. We have to understand, of course, there is sort of mystery layered on mystery here. And so maybe everything that we hear or is reported isn't the complete truth. Die Details von Marschaleks neuem Leben kommen größtenteils aus russischen Quellen. Immer wieder werden Fotos geteilt, die ihn in seinem Auto oder in einem Luxusrestaurant zeigen sollen. Dank dir, Sina. Die Infos lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen. Die deutsche Justiz und Behörden weltweit sind sich mittlerweile aber sicher, dass Marschalek wirklich in Moskau untergetaucht ist und dort seit mittlerweile 3 Jahren lebt. Ich würde einfach die Niederländer fragen. Also, dass die deutsche Cyber- und Security-Struktur nicht so gut ist, haben wir jetzt ja gelernt. Von daher würde ich einfach mal bei den Niederländern fragen, ob die nicht seit 20 Jahren irgendwas wissen. Ja, aber die ganze Sache habe mir digital ausgearbeitet. Ich würde ihm gerade mal Remote-Zugriff auf unsere Cloud geben. Ja, Cloud können wir nicht, wir haben nur Fax. Ach so, na klar, das wissen wir auch. Da haben wir ihnen die Schuhgänge schon eingerichtet. Wenn alle hier kommen und ihre Mehrversteckdosen mitbringen und an den Strom anschließen, und dann schließt der Nächste seine Mehrversteckdose an den Strom von den anderen wieder an, dann kommt wieder einer mit der Mehrversteckdose, wieder eine Mehrversteckdose und so weiter und so fort. Totale Überlastung. Boom. 42 locker. Dankeschön. Für 3 Community-Subs? Wieder schon nicht 10. Ihr gönnt mir gar nichts. 2021 bekommt der Bundesnachrichtendienst sogar ein Gesprächsangebot aus Moskau. So there was a moment when a meeting was offered by some part of the Russian Secret Service to their German equivalent. Would you like to come and meet Jan Marschalek? Talk to him, find out what was going on. And they turned him down, I think because they realized if there was photographs or videos taken. Wie soll ich denn jetzt cutten? Pass auf, ich nehme das hier übrigens parallel auf, damit ich es dir wieder in die Cloud schiebe. Es gibt zwei Minuten Lücke oder so in dem Video, die musst du rausschneiden. Und am besten schneidest du das hier auch raus, was ich gerade sage. Ja, wenn er das nicht rausgeschnitten hat, hallo YouTube, ne, dann seht ihr hier gerade das Personalgespräch, so arbeiten wir so on demand per Video. Of German secret agents secretly meeting Jan Marschalek, the bad guy who's disappeared. Ich kauf dich einfach. Park und ich log mich hier auf Twitch ein und möchte guten Content gucken und Subgifts rausballen, aber alles was hier passiert sind Unterbrechungen durch Bit-Alerts. Ich muss nicht mal über eure schlechten Witze lachen. Ich reporte jeden einzelnen von euch. Danke.
Obstkonnoisseur für 100 Giftsubs. That would just fuel a lot of conspiracy theory and, you know, would raise more questions. So they turned that down. Die Bundesregierung hat zu diesem Fall bis heute keine Angaben gemacht. Im Dezember 2023 erscheint ein Bericht des Wall Street Journal. Nach allem, was Behörden... Ich kauf dich einfach. Lieber schlechte Bits als gar keine. Ja, lieber schlecht gesessen als gut gestanden, ne? Dankeschön für 100 Bits. Weltweit ermitteln konnten, scheint immer klarer zu werden. Jan Marschalek ist wirklich seit fast 10 Jahren ein russischer Spion. Laut einer Recherche von Bellingcat ist er ab 2014 immer häufiger nach Moskau gereist. Er soll Informationen von Wirecard-Kunden an Moskau weitergegeben haben. Moment mal, sind Russland etwa die Bösen oder was? Also da kommt jetzt ja so ein bisschen was zusammen in letzter Zeit. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Putin auch so ein Schluri ist. Ja, dass er so ein kleiner Tunichtgut ist, der da so sein kleines Süppchen braut. So ein bisschen so russische Saruman. Zu diesen Kunden gehörten auch der BND und das BKA. Ishvi, Dankeschön für 5 süß schmeckende Community-Subs. Es ist 13:12 Uhr. Aha. 15 Monate schon. Wie die Zwit vergeht. Wie die Zwit vergeht. Na, dankeschön, Schepparella. Ich danke dir für 15.000 Monate. Das BKA soll fast ein Drittel seiner Kreditkartenzahlungen für Informanten über Wirecard abgewickelt haben. Ah! Ah! Durch Einsicht in diese Überweisungen lassen sich indirekt Identität und Aufenthaltsort von Geheimdienstbeamten zurückverfolgen. Ich hab das direkt mal aufgenommen, ne? Marschalek soll auch die russische paramilitärische Wagner-Gruppe unterstützt haben. Außerdem soll er illegal Geld für russische Spione bewegt haben, um geheime Operationen zu finanzieren. Hoppala. Falsch, sorry. So auch eine Gruppe von Bulgaren, die in Großbritannien für Russland spioniert haben soll. Ich kauf dich einfach. Wurde das Antifa-Demo-Geld auch über Wirecard überwiesen? Das kommt immer in bar im Remover-Koffer. Wie oft denn noch? Nachdem Dan McCrum 2019 das erste Mal über finanzielle Ungereimtheiten in Singapur berichtete, wurde er zur Zielscheibe von Einschüchterungsversuchen. Er und andere Journalisten wurden observiert, ihre Handys abgehört. McCrum vermutet, dass die in Großbritannien verhafteten Bulgaren damit zu tun gehabt haben könnten. And so one of these guys is alleged to have essentially run a company that helped you hack phones. And he helped Jan Marsalek, pretty sure at about the time he was trying to hack my phone and work out what I was doing, hack people's phones, find out their locations, steal their contacts, that sort of thing. Die Staatsanwaltschaft in Großbritannien wirft Marschalek vor, dieser Gruppe von Bulgaren von 2020 bis 2023 Befehle erteilt zu haben. Die Gruppe hat unter anderem Infos über Zielpersonen gesammelt, um Russland bei Entführungen zu helfen. McCrum vermutet, dass Russland Marschalek als Gegenleistung für seine Spionagetätigkeiten bei seiner Flucht geholfen hat. I think if you're a country like Russia, you kind of have to advertise that you look after your guys, don't you? You can't leave them out in the cold or throw them to the wolves. Passiert schon mal. Also diverse Oligarchen, das letzte Mal, als sie gesehen hat, lagen die auf einmal tot. In der Gegend rum. Because why would people then work for you in the future? In Deutschland drohen Marschalek bei einer Verurteilung bis zu 14 Jahre Haft. Doch dafür müssten die Justizbehörden ihn erstmal in die Finger bekommen. Das einzige handfeste Lebenszeichen von Marschalek ist ein 8-seitiger Brief, der im Juli 2023 bei den Justizbehörden in Deutschland einging. Wäre witzig, wenn er denen eine Rechnung geschrieben hätte oder so. Darin beteuert Marschalek seine Unschuld. Statt Täter sei er selbst Opfer eines Betrugs geworden.
Der eigentliche Täter sei der ebenfalls angeklagte Ex-Manager Oliver Bellenhaus. In dem Brief steht weder, wo und in welches Land ist der geflohen? Wo Marschalek ist, noch wo die fehlenden 1,9 Milliarden sind. Marschaleks Anwalt Frank Eckstein scheint aber offensichtlich mit seinem Mandanten in Kontakt zu stehen. Das wissen Sie, ich bin unschuldig. Deshalb habe ich mich erstmal nach Russland zurückgezogen, um das Ganze hier demokratisch auszusitzen. Das Gericht schätzt den Brief als weitgehend unbrauchbar ein. Laut Wall Street Journal könnte Marschalek sich aktuell in Dubai aufhalten. Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin soll er dort aktuell beim Wiederaufbau der Wagner-Gruppe in Afrika helfen. Ah! Ich kauf dich einfach. Eckstein. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Alles Duckstein, Duckstein. Alles muss verschluckt sein. Die Jagd nach einem der meistgesuchten Männer der Welt geht weiter. Die Behörden tappen immer noch im Dunkeln. Erst kürzlich wurde der Wirecard-Prozess um fast ein Jahr verlängert. Oh Mann, ey. Neue Recherchen, unter anderem vom ZDF und vom Spiegel, haben jetzt aufgedeckt, dass Marschalek nach seinem Verschwinden, aber auch schon Jahre davor, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Marschalek soll durch eine Liebesbeziehung mit der mutmaßlichen russischen Agentin Natalia Slobing in die Spionage eingebunden werden. Oh nein, das ist ja wirklich ganze James-Bond-Film. Sein. Nach seiner Flucht verhalten ihn die russischen Behörden zu einer neuen Identität. Er benutzte den Pass eines Priesters. Cheers. Cheers. YouTube, wenn auch ihr die Identität eines russischen Priesters annehmen wollt, dann kommt auf Twitch, www.twitch.tv/Harkon. Das bin ich, ein russischer Priester. Und dann können wir uns zusammen Videos angucken oder ich zeige euch mal meinen Hund, den ihr jetzt nicht seht. Kommt auf Twitch, dann seht ihr ihn. Macht's gut, ciao.